Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung und dieses Mal zu dem, wo steht das hier, Better FPS Performance. Ja, ganz einfach, die Mod ist wie Optifine, die macht, dass ihr mehr bzw. eure FPS stabiler sind. Ja, jetzt fragt euch sicherlich, warum sollt ihr das nehmen und nicht Optifine. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mein Video gesehen habt, was auch unten in der Beschreibung ist, wie ihr Optifine und den Shader installieren könnt, und jetzt einen älteren PC habt und der Shader leckt wie sonst was, könnt ihr noch zusätzlich zu dem Shader Mod und Optifine den Better FPS Mod installieren, dann habt ihr noch mehr FPS bzw. stabilere. Und das zeige ich euch, wie das geht. Klickt ihr auf den ersten Link in der Beschreibung und klickt hier auf Download vor 1.8, kommt ihr auf dieser Seite, dann downloadet ihr automatisch eine Datei und das ist die hier, die zieht ihr einfach auf den Desktop und dann öffnet ihr einmal euer Minecraft und downloadet euch neu die 1.8, außer ihr habt schon mein vorheriges Video angeguckt. Optifine und den Shader, dann braucht ihr das nicht machen, dann klickt ihr einfach hier auf den Better FPS Mod mit Java öffnen, dann könnt ihr hier auf Install klicken und wenn ihr jetzt noch kein Optifine oder so installiert habt, sondern nur diesen Mod wollt, dann könnt ihr einfach hier auf 1.8 klicken und dann ist das fertig installiert, aber wenn ihr mehr FPS zum Beispiel mit einem Shader wollt oder halt stabilere, dann klickt ihr hier einfach das Optifine HDU F3 an oder je nachdem was die neueste Version ist. Ich mach das mal hier so, da klicke ich einfach darauf, weil ich das mit Optifine möchte, weil ich noch mehr FPS haben möchte, wenn ich einen Shader drin habe. Dann klickt einfach auf Install, das habe ich schon gemacht, deswegen macht das jetzt nicht nochmal. Dann öffnet ihr einfach euer Minecraft, dann könnt ihr hier auf Edit Profile klicken. Dann seht ihr hier Optifine HDU F3 Better FPS oder wenn ihr das ohne Optifine gemacht habt, hier einfach den Better FPS Mod auswählen. Aber ich mache das mit Optifine, weil ich ja noch mehr FPS haben möchte oder halt stabilere. So, dann startet Minecraft. Dann gehe ich mal in den Singleplayer. Und wenn man jetzt F3 drückt, sieht man da oben meine FPS. Hier sieht man, dass Optifine installiert ist, die F3 Version und dann Better FPS 1.1.1 Vanilla. Und man sieht hier, ich nehme gerade auf und habe um die 250 FPS, 266 so, also über 100 FPS mit aufnehmen. Ohne Aufnahme habe ich so um die 600. Und ich könnte jetzt sogar hier, könnte jetzt sogar hier, ich mach mal den Medium. Hier habe ich den Medium Shader drin, immer noch 100 FPS mit aufnehmen. Ich glaube, ich könnte sogar den Ultra Shader benutzen. Ne, ich glaube sogar den Extreme, meinte ich. So. Ja, da habe ich 62 FPS, aber OBS mag das nicht. Deswegen mache ich den wieder raus. Wegen bei OBS leckt das denn irgendwie. Bestimmt, weil ich eine Dingsaufnahme mache, eine Monitoraufnahme und keine Gameaufnahme. Aber egal, man sieht, ich habe mehr FPS und das hat geklappt. Und ihr könnt jetzt besser spielen, wenn ihr einen Shader habt. Oder halt einfach so ohne Shader. Klappt ja auch perfekt. Und dann, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr das in der Beschreibung schreiben oder mich bei Skype adden. Mein Skype-Name ist in der Videobeschreibung. Und ja, und wenn ihr sonst noch Fragen habt oder Fehler, wenn das bei euch nicht funktioniert, auch einfach in den Kommentaren schreiben, dann beantworte ich es euch da. Dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Und dann bis zur nächsten Mod-Vorstellung. Ciao.